Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief, The Dark Project, die Gold-Edition. Wir haben beim letzten Mal, Gott sei Dank, ich bin so froh, die Katakomben abgeschlossen und haben jetzt scheinbar eine relativ einfache Aufgabe vor uns. Wir sollen eigentlich nur in den Tempel der Hammeriten. Und natürlich will man niemanden killen. Na dann, auf geht's. Es geht fast auf. Wir müssen ja noch shoppen. Natürlich nehme ich die Healing Potions mit. Die brauche ich. Ich brauche aber auch die Wasserpfeile. Oh, nein, den Breitkopfpfeil brauche ich nicht. Und vom Rest nehme ich Moospfeile mit. Und das war's. Bevor wir jetzt direkt loslegen, muss ich erstmal schnell speichern. Damit ich von diesem Spielstand einen habe. So. Ja, ihr habt es im Video schon gesehen, das ist der Händler unseres Vertrauens quasi. Oh Gott, was war das? Dieser Schuss sollte eigentlich uns töten. Und wenn ihr die Wachen draußen hören könntet, dann wüsstet ihr auch, dass die das genau jetzt sagen. Also die denken jetzt, sie haben mich getroffen. Wir haben in dieser Mission was Neues dazu bekommen. Nämlich, genau, Dietrige. Dietriche, um jetzt dann auch endlich Schlösser zu knacken. Unsere Missionsziele haben sich soeben verändert. Nichts mehr mit Hammeritentempel, sondern die Assassinen verfolgen, die soeben unseren Händler des Vertrauens getötet haben. Und dachten, dass sie uns getötet haben. Die drehen sich ab und zu mal um. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Wenn die euch sehen, ist es so gut wie verloren. Also ich weiß nicht, ob verliert man dann? Mal gucken wir mal. Without being detected, ja. Dann verliert ihr. Also, nicht sehen lassen. Und in die Häuser hier, dafür habt ihr gar keine Zeit, dort überall reinzugehen. Das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Dann würdet ihr auch verlieren. Weil ihr zu weit weg seid. Ach, scheiße, hier ist ja Metall drauf. Ach, Mann, das war ungünstig. Ich hoffe, überlegt sich's nochmal anders. Ja, es ist natürlich wieder diese super Imba-KI, die jetzt eh weiß, wo ich bin. Und damit haben wir die Mission eigentlich schon verloren. Gebe ich euch Brief und Siegel. Oh, es ist aber was ganz Neues. NPCs laufen ja auch noch rum, aber die sollen uns nicht stören. Ich speichere jetzt mal noch nicht, weil ich nicht weiß, ob der andere vielleicht schon vorgelaufen. Ja, das war so klar. Ich sage ja. Ich habe nichts gemacht und die KI erkennt es trotzdem. Zu schlau, diese KI. Auf Experte zumindest, auf Normal hätten sie schon aufgegeben. So, er guckt sich jetzt nochmal um hier. Es gab da eine Möglichkeit, über das Metall relativ gut lautlos rüberzukommen. Mit Moospfeilen zum Beispiel würde das gehen, aber die will ich jetzt noch nicht benutzen. Deswegen heißt es im Grunde genommen eigentlich warten. So. Warten, bis sie weit genug weg sind. Und dann wieder hinterher. Sind sie da oben schon. Oh, da war auch nochmal ein Metallgitter. Ist schon rum um die Ecke, ja. Noch ein bisschen beeilen hier. Du wieder hinterher kommen. Ich habe ja euch vorgewarnt. Es kommen jetzt wieder interessante Stealth-Missionen. Nochmal kurz. Bis dann die Geschichte wieder eine extreme Wendung nimmt. Jetzt treffen wir nochmal denjenigen, den wir in Lord Beffords Schuldenbuch oder Schatzbuch schon einmal gelesen haben, ganz am Anfang. Wer sich erinnern kann, da hat jemand geprellt. Oh, extrem viele Zahlungen geprellt. Das war jetzt auch ein schlechter Speicher. Puh, der Speicher war echt ungünstig. Schnell sein hier. Okay, oh, ist schon weg? Mensch.
Da oben. Und hinterher. Oh, hier ist Eisen. Das ist jetzt ungünstig, dass er gerade guckt, weil hier ist nämlich Eisen. So, jetzt haben wir auch Holz. Holz ist leiser als Stein. Immer diese Kanten. Man kann hier auch wieder zurückgehen, wenn ihr diese Assassinen einmal verfolgt habt. Habe ich noch nie gemacht. Ob wir das jetzt machen sollen, weiß ich nicht. Wir beenden die Mission eh noch nicht in diesem Part. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn wir nochmal zurückgucken sollen. Wie gesagt, wäre dann für mich auch eine Premiere, das zu machen. Können wir aber gerne tun. Ob hier noch irgendwas ist. Ist aber ziemlich nah dran, aber das macht nichts, weil wir hier im Schatten sind. Und wir haben es auch gleich geschafft, keine Sorge. Weit ist es nicht mehr. Ah. Das Level gefällt mir schon wieder wesentlich besser. Keine blöden Zombies. Und irgendwelche anderen Viecher. Ganz normale Menschen. Naja, nicht ganz normal. Ein bisschen überpowered. Die sind zu schlau. Aber ansonsten reden wir hier trotzdem noch von Menschen. Menschlicher KI. Schießt die das nicht gegenseitig aus? Naja. So. Ihr seht es vielleicht schon am Wappen. Wir sind jetzt bei Ramirez. Derjenige, der Lord Buffett Geld prellt und selbst sehr, sehr geldsüchtig ist. Und wenn wir schon mal hier sind, dann wollen wir ihm gleich zeigen, wer das wirkliche kriminelle Genie ist. Das sind nämlich wir. Wir brechen ein und sollen ihn ein bisschen seiner Gesundheit entledigen. Wie immer 2000 und den Fire Poker. Silver Fire Poker. Sollen wir finden und dann wieder raus. Und natürlich wieder kein Kill. Man kennt das. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal hier auf das Gespräch warten. Ich glaube, ihr könnt es eh nicht hören. Hat er mich jetzt gesehen? Erde und Stein, wie gesagt, das schließt sich schon mal aus. Wir sind jetzt zwei. Ja, das war jetzt die Sache mit Erde und Stein. Die waren jetzt schon auf Gras und Gras ist so gut wie Teppich. Lautlos. Dann hören die mich natürlich, wenn ich auf diesen komischen Kiesel hier bin. Da oben sind überall Bogenschützen positioniert. Wir können nicht hier rein. Das zeige ich euch mal kurz warum. Genau deswegen. Weil da steht eine Wache, aber da stehen noch mehr. Das ist nicht nur diese eine Wache. Wir gehen auch einen anderen Weg rein. Den zeige ich euch nämlich jetzt. Hat er uns jetzt schon wieder gehört? Ah, das ist der Bogenschütze da oben, der uns gehört hat. Da ist ja auch noch einer. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Der kann uns ruhig hören. Wie gesagt, rasen. Und kommt bloß nicht auf die glorreiche Idee, jemanden im Wasser zu verstecken, wenn ihr auf Experte spielt. Hat auch schon alles fertig gekriegt. Der stirbt dann. Ja, man kann die Leute auch ertrinken. Und dann habt ihr die Mission verloren und wisst gar nicht warum. Und wundert euch vielleicht und macht es beim nächsten Mal wieder. Wir nehmen direkten Weg. Wir sind nämlich ganz böse. Und zeigen gleich mal unsere neue Errungenschaft. Ich könnte auch durch die Vorgärten oder durch den Innenhofgarten gehen, aber der ist stark bewacht und nicht unbedingt das Ziel meiner Begierden. Deswegen gehen wir durch diesen Bibliothekshintereingang, indem wir einfach unsere neuen Dietriche benutzen. Passt. Und schon sind wir drin. Schneller als gedacht. Wie gesagt, es gibt unzählige Wege hier rein. Unzählige sind es nicht. Vom Innenhof aus sind es, glaube ich, 4 verschiedene oder 5.
Dann dieser eine Vordereingang, den ich euch eben gezeigt habe, dann den hier und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es nochmal so einen Gang. Unzählige sind es also nicht, aber es sind eine ganze Menge Gänge. Hier war, glaube ich, noch ein Buch, was eigentlich noch. Hier sind sogar noch zwei Bücher, die ihr euch noch angucken könnt. Gut, das ist nur eine Notiz. Die übrigens, diese beiden Notizen spielen auf die, auf dieses Schatzbuch an oder auf die Geschichte, die im, im ersten Kapitel, in der ersten Mission hervorgerufen wurde. F5? F5. Da war es der Dietrich. Also mit Dietrich müsst ihr jetzt viel arbeiten. Wenn ihr irgendwas nicht aufkriegt und keinen Schlüssel habt, erstmal Dietrich probieren. Und es geht auch in doppelter Kombination, nur so nebenbei. Also manchmal braucht man beide. In verschiedenen Reihenfolgen. Aber das merkt ihr dann, wenn das Schloss sich nur zur Hälfte umdreht, aber sich mit dem Dietrich umdrehen lässt, dann braucht ihr auf jeden Fall den anderen noch. Also nicht denken, nur weil der jetzt das Schloss nur zur Hälfte aufgebrochen hat, das geht nicht. Wenn er es kann, dann kann er das ganze Schloss öffnen. Muss hier echt viel speichern, weil die Wachen sind ziemlich brutal. Wir begegnen nachher, wie gesagt, auch nochmal, nee, habe ich noch nicht gesagt, sage ich euch jetzt, den Auftragsmördern. Die laufen natürlich hier auch noch rum. Die sind nicht ganz ohne. Ansonsten seht ihr schon, hier gibt es so viel zu holen. Aber meistens fehlt mir tatsächlich am Ende immer wieder irgendwas. Hatte ich erst neulich wieder gehabt. Da haben mir, wie im letzten Level, 15 gefehlt. Toll. Wenn man denkt, man war schon überall, ist das echt klasse. So, ja, das könnte, glaube ich, so ein Doppelschloss sein. Ja, das ist ein Doppelschloss. So, jetzt kriegen wir den mit dem hier nicht weiter auf. Sprich, wir brauchen den. Und knacken den Rest. Den gehen wir aber noch nicht runter. Nur erstmal geöffnet als Fluchtweg. Ihr solltet hier auch keinen Alarm auslösen. Ist nicht unbedingt so ratsam. Ramirez vermuten wir natürlich in seinen Gemächern. Und ich glaube, solange man keinen Alarm auslöst, ist er das auch. Oh. Ja. Strohdumm. Solange man keinen Alarm auslöst, ist er das, glaube ich, tatsächlich auch. Wenn man allerdings den Alarm auslöst, dann ist er das nicht mehr. Aber das werden wir gleich überprüfen. Hier haben wir noch keinen Alarm ausgelöst. Und ich werde gleich mal gucken, ob er dann in seinen Gemächern ist. Das letzte Mal habe ich nämlich leider Alarm ausgelöst. Das ist übrigens der Innenhof hier. Der ist aber, wie gesagt, schwer bewacht. Stehen da unten mindestens drei und zwei laufen noch mal rum und die Bogenschützen sind auch noch da, also besser nicht. Und jetzt ein kleiner Geheimgang. Es geht auch alles direkt, aber so ist es viel, viel genialer. Hier kann man übrigens von, jetzt muss ich mal Schwert wegstecken, von der Seite da reingucken. Geht das jetzt nicht? So. Von der Seite reingucken, das zeige ich euch im nächsten Part, dass man das von der anderen Seite nicht kann. Und warum man das nicht kann. Jetzt gehen wir erstmal in Ramirez Gemächer. Das ist nämlich hier quasi sein kleiner Fluchtweg. Weil der Kleine ist zwar bewaffnet, aber der ist ein wirklicher Schisshase. Kann man so sagen. Und selbst wenn wir keinen Alarm ausgelöst haben, ist der nicht hier. Also er ist grundsätzlich in seiner Schutzkammer da unten. Warum er das ist, keine Ahnung. Soll uns nicht interessieren, da gehen wir dann gleich runter. Hier nochmal eine Rolle Papyrus, die ihr euch gerne durchlesen könnt. Wir können den Alarm übrigens auch selber auslösen. Das hättet ihr auch damals bei den Hamariten gekonnt. Ist aber nicht unbedingt sehr ratsam. Gut, dann räumen wir noch seinen Raum hier aus und dann sind wir mit dem Part auch schon wieder durch. Leider, ja. Die Zeit vergeht so schnell. Das heißt, es ist jetzt gerade 10:45 Samstag früh in Deutschland. Ja, Wochenende. Wochenende ist immer toll. Und ich habe mir gedacht, dann machst du nochmal schnell morgens eine. Bevor der Samstag-Trubel beginnt. Oder der Samstag-Spaß-Trubel ist es ja nicht. Und du räumst hier nochmal schnell Ramirez Gemächer aus und wir haben schon die 2000 fast, aber sein... Das muss... Der Poker muss ein Teller sein oder sowas. Das muss irgendwas jetzt hier gewesen sein, was ich aufgesammelt habe, an Schätzen. Jedenfalls haben wir es jetzt. Das findet ihr hier. Ihr müsst hier also so oder so hin, auch wenn Ramirez nicht hier ist.
Wir haben jetzt noch einen Schlüssel bekommen. Zum einen den Courtyard, also diesen Außenschlüssel für den von der einen Wache und den Kellerschlüssel. Und den brauchen wir. Den kriegen wir aber auch in mehreren Variationen. Hier kommt man übrigens nicht rein. Auch wenn es so aussieht. Möchte ich sagen. Weil dann wäre man direkt auf in Ramirez Gemächer. Okay. Genug rumgelabert. Im nächsten Part werden wir Ramirez dann besuchen gehen. Und ihn in seiner... Moment, ich habe gesagt, wir räumen das komplett aus. Ja, gut. Und seiner Gesundheit ein bisschen auf die Sprünge helfen, sag ich mal, aber im negativen Sinne. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal, bei meinen anderen Videos, bei meinem anderen Let's Play und bei den anderen Parts zu diesem Let's Play. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Thief. Und bis dahin, in diesem Sinne, euer Mr. Mauli.